Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. In der letzten Folge haben wir uns gegen einen Geisterboss hier behauptet in diesem Kontrollraum und ein bisschen von dem, Entschuldigung, von dem Eisenbahnfriedhof hier erkundet. Und ja, wir müssen jetzt zurück zum Kran, um ja den Strom wieder einzuschalten, damit wir hier weiterkommen. Und ja. Dann machen wir noch mal. Er findet nie wieder raus. Vielleicht ist da was dran. Was wohl mit uns passiert wäre, wenn sie uns gefangen hätten? Ich glaube, dann wären wir tot. Gefangen sind hier eher die Geister. Redet nicht so einen Unsinn. Aber was, wenn was dran ist? Das interessiert mich alles nicht. Also, ich muss gedrückt halten. So, deswegen. Also, weil das Ding jetzt nach oben. Der Waggon hat sich bewegt. Okay, ist ja eigentlich voll schwachsinnig. Sehen wir nach. Weißt du, wir haben das Ganze hier auf uns genommen, um diesen Zug hier wieder nach unten zu bringen. Ne? Wir hätten wir nicht einfach über diese kleine Spalte darüber springen können, die da war, wo der Zug vorher nicht dran war. Nein. Also hier, wo diese Spalte weg war, ne? Wo dieser Zug noch nicht war, da war eine Spalte, hätte man nicht einfach rüberspringen können oder so. Boah. Rollenspieler, die regen mich so auf. Ich liebe sie. So, und da ist diese Truhe, die wir schon von Weitem gesehen haben die ganze Zeit. Und hey, kann ich nicht einfach von ihr abschießen? Komm schon. Ich fall einfach von ihr abschießen können. So, warte mal. Wo ich glaube, Aeris hat noch nicht ihr Dings gelernt, ne? Ihre mach mal noch mal da, glaube ich. Wir machen Bell zum Anführer, obwohl er gar nicht da ist. So, Aeris muss glaube ich noch eine Sache lernen, ne? Nein, nicht du. Nicht du, hübsches Mädchen, das andere hübsche Mädchen. So, jetzt müsste das eigentlich nur noch einmal aktivieren, ne? Und dann haben wir halt gelernt, ne? Ja. So. Wie kann man denn die Schockleiste erhöhen? Ne? Dafür gibt es auch irgendwie eine Dingens. Oh mein Gott, ich wollte gerade Dings einsetzen. Fall der Vergeltung. Ah, dadurch erhöht sich das Schockdingen. Ja, tut mir leid, Kollege. Ich glaube, Aeris hat ein bisschen übertrieben. So. Schock 200%. Wie soll man denn das schaffen, ey? Ich habe so ein Gefühl, da müsste es... im Bosskämpfen machen, aber Bosskämpfen ist immer so chaotisch, weil da kriegst du nichts auf Reihe. Wie soll ich denn da irgendwie weit nicht? Einer, du kannst irgendwie nicht dich vorbereiten auf die Bosskämpfe. Die sind irgendwie, da geht immer viel zu viel ab. Du kannst irgendwie nicht wirklich, weiß ich nicht, deine Charaktere vorbereiten oder Sachen setupen oder irgendwie sowas. Habe ich so ein Gefühl, das geht alles viel zu schnell. Haben wir es? Nanu? Oh. Kennst du sie? Marlene? Oh. Und die Kinder, die der schwarze Wind mitnimmt, verlassen den Eisenbahnfriedhof nie wieder. Es ist gefährlich da. Da darfst du nie hingehen. Hm, werde ich nicht. Noch was. Weißt du, gestern ist Betty mit ihrem Vater... Papa, ist spät.
recht. Vielleicht schafft er es heute nicht nach Hause. Marlene, hör mal. Wir müssen ganz schnell zurück zur Bar. Und stellt hier niemand in Frage, warum wir einen Geist von Marlene sehen? Gehen wir. Na, Leute, warum sehen wir einen Geist von jemandem, der noch am Leben ist? Was soll das? Halt? So, hier ist noch was. Was? Hey, einen Moment. Ich sag doch, hier kann man irgendwie durch, aber irgendwie. So, warum ist ja eine Bank? Ich wollte, weil ich einen Gegner gerade bekämpft. Da fällt mir gerade ein, wollte ich nicht für Iris hier den Stab noch mal wechseln, nachdem ich das hochgelevelt habe? Ich weiß es gar nicht. Öpf. Boah. So. Boah, nee, der ist der stärkste, den sie hat. Nee, da sind 5 Dinger. Will ich 5 Materien oder mehr Angriffskraft haben, ne? Ich würde sagen 5 Materie. So, was ist hier noch drin? MP Boost, Effizienzblocken, Frost. Effizienzblocken. Ja, komm. Tut sie überhaupt von alleine blocken? Weil ich habe mal Cloud irgendwie blocken gesehen, wenn ich den nicht gesteuert habe, aber Iris, ich habe ihn noch nie drauf gehabt. Noch mehr Geister. So, und da wollen wir hin, glaube ich, ne? Sieht so aus jedenfalls. Okay, ich habe mich noch nicht umgeschaut, ich drücke erstmal hier. Ja, Angia, Schiene dreht sich. Die Plattform dreht sich. Jetzt kommen wir vielleicht rüber. Hey. Na, neue Gegner. Ne. Sag, weg mit euch. Hab keine Zeit für euch. Wohl eigentlich doch. Ich muss warten, bis das Ding sich hier dreht, aber. Ich bin total konzentriert. Aber warum gehen die Geister denn immer noch auf und los? Ende mit Schrecken. Boom. Wirkungslos. Astrein. Mein Gott, ey. Wenn wir uns hier so normale Gegner voll auf die Fresse geben, ne? Also, was mache ich hier eigentlich? Ich kann nur einfach den hier einsetzen, dann geht das doch auf alle, oder? Auf die, ja, super. Mal, warum kommen denn jetzt noch die Viecher hier alle? Oh, ey, das ist nicht toll. So, warum, wo kommen die auf einmal her? Ey? Die Geister sind schon nervig genug, ey. Noch tiefer, also nicht. No. Oh. Geh auf den los. Oh, das macht noch nicht mal irgendwie Schaden, ey. So, hier. Geh auf den Geist. Oh, macht ja auch nichts an Schaden, ey, Leute. Oh, jetzt kommt der Kack schon wieder, ey. Ich glaube. Hier ist es tot. Und wir können nichts machen. Ja, super. Kann ich irgendwie was machen, bitte? Oh, Leute.
Oh mein Gott. Ey, so zwei normale Geister, ey, die gehen mir jetzt gerade so auf die Nerven. Ich zähle auf dich. Gibt's da jetzt einfach nicht, ey. Au! Geht auf den los, ey. Prügelt den, mein Gott, ey. Das sind normale Gegner, nur, ey. Das hat echt sein. Boah, wir sind immer noch nicht voll geheilt. Klar, das ist immer noch nicht voll geheilt. Boah. So, das war voll nervig gerade. Ich hasse es. Ich verstehe irgendwie noch nicht genau, wie die funktionieren. Die Magie bringt nicht viel. Dingens bringt nicht viel. Normale Angriffe. Verstehe es nicht. Heilungsmagie bringt auch nichts gegen die Engel. Boah, Engel. Ich hab's vergessen. Ich hätte Engel einfach einsetzen können. Hat er gegen die geklappt. Der Weg ist schon wieder blockiert. Dabei sind wir so kurz vorm Ziel. Wo ist was blockiert? Wir können einfach hier rüber springen, weil sich die Lok ja bewegen. Sehen wir nach. Nach jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo welcher im Original auf war, wo man so Güter bewegen muss, ne? Ich glaube, wir haben Glück. Scheint noch zu gehen. Oh, super. Ich glaube, der Strom ist abgestellt. Nein. Was ist das denn? Warum ist da so ein Wirbelsturm auf einmal gewesen? Bist du okay? Ja. Was war das? Der Defektionscode für die Platte ist. Merkst du? Ja, ja. Wir können sie jederzeit runterstürzen lassen. Allerdings gibt es ein Problem. Oh. Wir sind schon in einem Gange. Zur Welt, bitte. Wenn wir abstürzen, war alles umsonst. Ganz im Gegenteil. Die Idioten laufen uns netterweise direkt ins Messer. Für euch ist das nur ein Spiel. Ich erwarte, dass alles nach Plan läuft. Tiefer. Das mit dem Plan war also wahr. Barrett und die anderen werden sich schon zu wehren wissen. Sektor 7 ist nicht mehr weit. Los! Hoffentlich schaffen wir es. Ach, was? Wird schon nichts passieren. Ist nicht so, als würden uns Geister hier noch auf den Nerven gehen und so, ne? Weil ich voll nervig finde, vor allem weil wir gerade voll den Bossgeist erledigt haben. Die meinen immer noch irgendwie am Faxen zu machen. Und oh, da hinten sieht man sogar Explosion. Schön. Ich meine nicht so schön. Das ist eigentlich nicht so schön. So, ich tue mich natürlich trotzdem noch hier in Ruhe umschauen, ne? Was? Also, so. Verstärkung für Shinra. Ja, super. Da sehe ich noch Gegner. Hier kann ich nicht hoch, ne? Nö. So, ich dachte, da wäre jetzt was Neues. Keine Ahnung. Weg frei. So, jetzt müssen wir wieder Zugführer spielen für den Moment.
euch das an! Was? Wo sind die Lichter jetzt ange? Aha. Guck mal, was ich hier freigelegt habe. Einen Megatrank. So. Oh, ich dachte, weil jetzt hier Licht angegangen ist, kann man da rein, aber nö. So. So, du bist ein niederer Schimmer und ein Schimmer. Ich komm einfach da hoch, ja. Was machst du jetzt? Mächtige Jäger des der Lüfte, also ich nicht lache. Oh mein Gott, der hält ja voll viel aus, ey. So, wirksam Luft. Überlass das mir. Komm schon. Oh. Junge. Oh, dann setzen wir mal Aero gegen Giant. Oh. Au. Ist gut, geht doch mal weg von mich. So, ich mach mal den platt, ne? So, Schimmer. Komm her, du Sunset Schimmer, du. Jetzt geht der da um die Ecke. Junge. Hier ist er das. Ja, wollte schon sagen, das haben wir auch noch nicht. Ne? Wahrscheinlich schon tot danach, aber. Boom. Oh, ich hatte 168. So, blip. Ich glaube, Ares hat ihre Limit zur Verfügung, was auch nicht schlecht ist. Im Gegensatz zum Original übernimmt Limit nicht hier, weil nicht den normalen Angriff. Also wenn du irgendwie weiß nicht, wenn du dein Limit nicht eingesetzt hast, konntest du nicht normal angreifen. Man kann sich das hier schön aufsparen, finde ich gut. So, ich hoffe, wir sind jetzt noch so 10 Minuten irgendwie beschäftigt, bevor wir da hingehen, weil da passiert gleich storymäßig Zeugs. So, das war am Leuchten, also nehme ich mal an, da müssen wir noch nicht hin, aber hier sieht es aus, als kommen wir raus und wir müssen wahrscheinlich, ja, wir müssen da ein. Also gehen wir erstmal hier lang. Hier rechts. Hier ist es mir recht. Die da oben, die können ruhig noch warten. Hm. Oh. Warte mal, hier war ich doch gerade, oder? Ach so, da, okay, ich sehe schon. Da hätten wir reingehen müssen, um weiterzumachen. Alles klar. Dann mach mal. Soink. Ich liebe Züge. Ich mag Züge. Ja, mein Freund, das tust du. Weiter. So, fällt gerade ein, die fahrt ein Level ab. Aber ich glaube nicht, dass die genug Punkte hat, ne? Für irgendwas. Nö. Sieht nichts aus. Nächstes über 10. Also lassen wir mal. Ja, nur noch 5 Dinger bekommen, glaube ich, ne? So. Wo ist die Leiter? Hier war gerade eine Leiter. War gerade eine Leiter. Boah. Noch schon wieder passiert. So. Komm mit Babyschritten voran, aber wir kommen voran. Da ist was zum Relaxen. So, erstmal. Ah, schön. Sitzen. Ja, sind da keine Kisten oder so, auf
der Bank, was die wahrscheinlich voll unbequem macht, aber egal. Okay. Sieht aus, als wäre irgendwas. Doch gleich irgendwie was auf. Ne? Hier kommt noch ein Boss. Kommt schön noch ein Boss, ja. Ne? Pass auf. Jetzt kommen die immer noch und nerven uns. Okay. Die Kinder, die der schwarze Wind mitnimmt, verlassen den Eisenbahnfriedhof nie wieder. Okay, ich wollte schon sagen. Beschützt? Es muss versteckt sein. Alles muss versteckt sein. Kannst kommen. Kannst kommen. Hab dich. Ach, so ein Mist. Hab dich. Ah, hatte mich so gut versteckt. Und Aris? Kannst kommen. Kannst kommen. Hm? Kannst kommen. Aber niemand kam. Da kommt der nächste Boss. Wir haben dich, Aris. Bist nicht mehr allein, Aris. Das habt ihr wohl. Na gut, warum nicht? Los. So, wer du bist auch gegen alle möglichen Sachen anfällig, dann weiß ich auch nicht. Würde mir nicht gefallen. So, Illigor, sagt mir nichts. Bestimmt ein normaler Gegner aus dem Original. Leicht resistent gegen Schwert, geil. Da wendet sich in Luft füllen, um schnell seine Schockleiste zu füllen. Okay. Den Boden zurückzuholen. Hier kann eine Waffe für Eos gestohlen werden. Super. Das heißt, ich kann von dem mal klauen, aber ich habe nicht.
Ich habe natürlich nicht stehen ausgerüstet. Das ist natürlich super. So, ich hoffe, der Kontrollpunkt war jetzt direkt da an dem Ding, weil sonst ist das ein bisschen nervig. Übrigens, sie können etwas von diesem Boss klauen, aber dafür müssen sie auch stehen ausgerüstet haben, sie Noob. Alles immer blöd, ey. Deswegen habe ich normalerweise immer Diebe irgendwie in meiner Gruppe in Rollenspiel, weil du weißt nie, wann du irgendwie was klauen kannst. Alles okay? Ja. Oh nee, nee, jetzt bin ich wieder hier. Boah. So, da sind wir wieder mit Stehen in der Ausrüstung angebracht bei Cloud und ja. Jetzt können wir auch endlich was klauen und ja. Gucken wir mal, ob wir das noch schaffen. Ja, hat jetzt so 6-7 Minuten gedauert, bis ich wieder hier war und ja. Voll nervig, aber okay. Ich will halt nur alles in diesem Part schaffen. Und ja. Gucken wir mal. Das ist zumindest mal ein Problem, den hier zu erledigen. Ne? Hör auf. So, erst einmal Analyse. So, ich glaube, ich lasse einfach stehen jetzt immer drin. So, Eis gegen den. Boom. Oder ich dachte, so, und das alles für eine Waffe. Aber und dann kommt natürlich wieder so was. So, sie hat gar keine Dreck. So. Gehen wir nicht zu sehr auf damit auf Nerven, gib mir jetzt einfach den Kampf. Ja, okay. Gib mir einfach den Stab, wollte ich jetzt sagen. Ja, gekontert. Machst du jetzt? Ist irgendwann was hier? Nee. Ich würde sagen, wir gehen auch tiefer. Ich würde sagen, wir machen mit Aeris. Sonst auch immer. Alter! Was hatten jetzt schon wieder? Ey. Dazu habe ich mit Cloud noch Dings. So. Alter. Sie hat leider ihr Limit nicht voll. Und sie letztens hatte. So, jetzt müssen wir erstmal wieder hier hoch rein. Will eigentlich hier Barriere und also was hier hochballern alle. Okay, warum hat man eigentlich Dingen? Das bringt irgendwie nichts. Gegen was bist du anfällig? Gegen Eis. Ich habe Shiva. Lass mich mal. So, mach mal. Wart. Ich schlag dein Pferd. Was machst du jetzt? Oh, jetzt wieder schon irgendwie was betäubt oder so. Lass mich doch einfach machen. So, schwören. Oh, Schokobo und Mogri habe ich. Dreck. Ja, der Eris. Eris. So, dann mach mal Shiva. Wo ich gerne mal Schokobo und Moki sehen würde. Die Zeit wird kommen, nehme ich an. Okay, jetzt irgendwie sehr anfällig gegen Schock. Habe ich so das Gefühl. So, ich spare mir mal meine ATB auf. Wie tut Aeris hier voll schnell schocken, habe ich so Gefühl. So, ihr Element ist voll. Ich will mal auf 200% kriegen, ja. Los. Jawohl. So, und jetzt kommen. Ende mit Schrecken. Bonus-Schaden gegen Leute im Schockzustand. Und du machst, weiß ich nicht. Die auch irgendwas Schockpotenzial Mittel rückwärts, also ja,
Jawohl. Ja, voll Schaden gemacht. Irgendwie ist er schon wieder aus dem Schockzustand raus. Was soll er eigentlich immer? Wie willst du denn irgendwie schocken? Na, warte mal, da habe ich doch gerade gelesen. In der Luft soll ich Wind einsetzen. Refleck, ehrlich? Okay, habe ich irgendwann was Refleck kaputt machen kann? Gemacht, Giftmüll. Kuriert. Nö. Ja, super, jetzt hat der Refleck auf sich draufgeballert. Refleck tut. Refleck tut Zauber zurückschmeißen. Also ja. Aber hält mich so lange, sehe ich gerade. Der Balken ist schon fast leer von den Dingen. Nein, bitte nicht töten. Vor allem siehst du die, die ihr Ding jetzt braucht gerade. Herrlich, schon wieder auf mich drauf. So. Treffe ich den überhaupt damit? Ja, ne. Bis zum nächsten Mal. Ja, gerade tiefer. Er ist gerade im Dingszustand. Jetzt brauche ich sowieso nicht mehr. Brauche ich sowieso keine Zauber mehr. Ich wollte ihn eigentlich voll stylisch aus der Luft rausholen, aber ja, jetzt geht schon wieder nicht. Genau das meine ich. Du hast nicht wirklich, weiß nicht. Oh mein Gott. Du hast irgendwie gar keine Kontrolle über Bosskämpfen, habe ich so das Gefühl. So. Oh, und dann kommt auch noch so was hier. So. Zieh dich zurück. Bin ich jetzt drin? Bleib mal stehen. Nein, ich bin schneller. Flieg nicht davon. Oh, was ist jetzt passiert? Cloud, Achtung! So. Nee, dein Schockding ist schon wieder weg, ey. Bringt denn das überhaupt die Gegner zu schocken, wenn die sowieso immer, weiß ich nicht, ihre Boss-Moves hier alle machen und sich denken, ja, ist mir egal, dass du mich geschockt hast. Pff. Warum gibt es denn dann überhaupt Schocken, wenn das sowieso nichts bringt? Jetzt mal ganz ehrlich, ey. So, komm her. War natürlich wieder wirkungslos, ist klar. Ja, was soll ich dagegen machen? Hallo? So, was bist du anfällig gegen Eis? Ja, aber dafür musst du stehen bleiben, damit ich dich, Alter, ehrlich. Geh weg. Okay. Gehen, das kommt mir irgendwie bekannt vor. So, haut auf den drauf, ey. Ja, du hast Eis, merke ich gerade. Rechtes Rad, ja komm, geh mal drauf. Ja, und jetzt ist er wieder da raus. Jetzt macht er wieder das. Dann gehe ich auf das Rad. So. Oh, jetzt ist sie im Stuppzustand. Ja, oh, jetzt ist sie schon. Boah, jedes Mal kommt mir irgendwie was dazwischen. Es ist unmöglich, irgendwie Kontrolle in den Bosskämpfen hier zu haben. Egal, was ich mache. Boah, jetzt macht er wieder das. Wie soll ich denn hier so treffen? Oh, bleib mal stehen, bitte.
Ja, bin gar nicht getroffen. Ich hau dir dein Rad jetzt kaputt, ey. Sehr gut. So, andere kommt auch direkt. Komm her. Hey, hab die Schnauze voll, ja. Boom. So, Cloud, hier. Ende mit Schrecken. Warum kannst du das nicht einsetzen? Ach, du hast... Jetzt hast du. Der macht schon wieder irgendwas. So, hau den kaputt. Oh, warte mal, damit kann ich Schock erhöhen. Sag mir, hat doch mal einer. Wie soll ich denn auf diese ganzen Sachen von allein kommen? Oh. Hart aus. Wir kommen. Verschwinde, Monster! Und Rückwärtssalto. Weiter. Ja. Mhm. Warum ist der Boss jetzt aufgetaucht? Ja, das ist sehr schön anzusehen, aber unsere Freunde sind gerade wortwörtlich am Sterben, also könnt ihr euch ein bisschen beeilen. Wäre Lichter schon. Jetzt gehe ich direkt weiter, Kollege. Wo ist das Ding zum Heilen? Nicht mehr hier. Gut, aber ich beende den Part hier und ja. Wir haben eine neue Waffe für Eris, aber das werden wir im nächsten Part hochleveln, würde ich sagen, weil ist schon lang genug jetzt gerade. So, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.